Ja, guten Tag, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie herzlich willkommen zu unserem Seminar Ein neues Unbehagen der Kultur, der Einzelne und die Gesellschaft in Zeiten von Covid-19. Mein Name ist Herbert Blass, ich bin Lehranalytiker der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung und amtierender Präsident der Europäischen Psychoanalytischen Föderation. Heute habe ich die Ehre, dieses Online-Seminar im Rahmen der Covid-19-Reihe der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung moderieren zu dürfen. Und ich danke der IPA-Präsidentin Virginia Ungar, dem Vizepräsidenten Sergio Nick und dem gesamten Webinar-Team unter Leitung von Silvia Weinbuch herzlich für die explizite Einladung, dieses Seminar auf Deutsch durchzuführen. Ich freue mich sehr, dass sich drei exzellente Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz bereit erklärt haben, heute zu diesem Thema zu sprechen. Ich werde alle jeweils vor Beginn ihrer Vorträge vorstellen. Geplant sind drei Kurzreferate, eine daran anschließende Diskussion unter den Referenten und eine darauf folgende Beantwortung von Fragen oder Kommentaren, die Sie als Zuhörer über die Chatfunktion auf der Webseite an uns richten können. Sie können auch die Paper downloaden, entweder von der Seite hier, von der Control-Funktion auf Ihrem Laptop oder Computer oder auch von der IPA-Website. Wahrscheinlich werde ich bezüglich der Fragen nicht alle eingehenden Beiträge aufnehmen können, aber ausgewählte Fragen werde ich an die Referenten weiterleiten. Lassen Sie mich kurz den thematischen Hintergrund für unser Seminar skizzieren. Bei der Frage, welchen Beitrag wir als Psychoanalytiker zum Verständnis und zum Umgang mit der nun schon monatelangen und in ihrer Dauer ungewissen Pandemie leisten können, rücken die Belastungen für die einzelnen Menschen gleichermaßen ins Blickfeld wie die Auswirkungen auf unsere gesamte Kultur und Gesellschaft. Wir erleben dies sowohl in der Begegnung mit unseren Patientinnen und Patienten als auch in unseren privaten Beziehungen. Viele Kontakte können nur noch virtuell erfolgen, so wie wir das heute ja auch erleben in unserem heutigen Kontakt. Und diese Gleichzeitigkeit von Verlust und virtuellem Erhalt unserer Alltagsrealität hat erhebliche Folgen. Der Verlust des gewohnten Vertrauens in den Erhalt der individuellen und allgemeinen Gesundheit sowie auch der wirtschaftlichen Existenz geht über den Einzelnen hinaus und führt zu Spannungen bis hin zu Rissen im vermeintlich gesellschaftlichen Konsens. Befürworter von staatlichen Schutzmaßnahmen unterschiedlichen Ausmaßes treffen auf Gegner verschiedener Couleur und Intensität bis hin zur Verfechtung kruder Verschwörungstheorien. Und gerade gestern, das werden Sie alle mitbekommen haben natürlich, drang nach einer aufgelösten, von der Polizei aufgelösten Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin für rechtsextreme Demonstranten bis auf die Treppe des Reichstagsgebäudes vor. Also der Umgang mit Covid-19 lässt das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft wieder vermehrt als konflikthaft erscheinen. Nicht zuletzt angesichts erneut steigender Infektionszahlen nach den Sommerferien in ganz Europa scheint sich ein Dilemma zu verschärfen, das Freud als Unbehagen in der Kultur beschrieben hat. Freud zufolge erlegt die Kultur dem Einzelnen zum Schutz gegen die Gefahren der Natur und zum Zweck der Regelung der zwischenmenschlichen Beziehungen sexuelle und aggressive Triebverzichte auf, welche auch zu einem Gefühl des Unbehagens in der Kultur führen. Ich zitiere hier Freud. Er sagt, der Kulturmensch hat für ein Stück Glücksmöglichkeit ein Stück Sicherheit eingetauscht. Soweit Freud. Also, das sexuelle und aggressive, lustsuchende Subjekt gerät in einen Widerspruch zur Kultur. Und ob dieser Widerspruch eher in die Entwicklung eines benignen, wohlmeinenden Über-Ichs mündet, oder ob nicht doch die Entfesselung destruktiver Kräfte folgt, bleibt für Freud offen. Bemerkenswerterweise haben sich der Schriftsteller Ferdinand von Schirach und der Filmemacher Alexander Kluge in zwei Gesprächen über einen Instant-Messaging-Dienst am 30. März 2020 aus einer philosophisch-politischen Perspektive ebenfalls über das Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft ausgetauscht. In ihrer Diskussion der Staatstheorie von Thomas Hobbes und dessen Figur vom Leviathan oder auf Deutsch Leviathan, wie Sie wollen, sowie der absolutistischen Theorie vom Belagerungszustand durch den späteren Nazi-Juristen Carl Schmitt benennen
beide, also von Schirach und Kluge, nennen beide auch sie unsere aktualisierte Wahl zwischen Sicherheit und Freiheit. Laut Schirach hat uns das Virus an eine Zeitwende gebracht, welche sowohl das Strahlende wie das Schreckliche ermögliche. Und schließlich benennen sie beide als Lösungsperspektive die Utopie einer europäischen Verfassung. Unsere heutige länderübergreifende, europäische und überhaupt insgesamt internationale politische Diskussion reiht sich also in einen breiteren gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, offenen Diskurs ein. Soweit mein Hintergrund für unsere Diskussion heute. Und im Folgenden werden Sie jetzt sowohl klinische als auch kulturtheoretische Beiträge hören. Und ich freue mich, Ihnen mit Frau Professor Dr. Marianne Leutzinger-Bohleber die erste Referentin vorstellen zu können. Frau Professor Marianne Leutzinger-Bohleber ist Lehrerin der DPV und der IPA. Sie ist emeritierte Professorin für Psychoanalyse an der Universität Kassel, Direktorin des Sigmund Freud Instituts in Frankfurt am Main von 2001 bis 2016. Nun ist sie Senior Scientist an der Universität Mainz und Member des Scientific Boards des IDEA Centers der Löwe Landesuniversität Offensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz. Sie ist Co-Chair for Europe des Research Boards der International Analytical Association. Und bis 2019 war sie Chair des Subcommittees for Migration and Refugees der IPA. Sie erhielt eine Reihe von Preisen, vor allen Dingen unter anderem erwähnenswert den Mary Sigourney Award 2016 und den Haskell Norman Prize for Excellence in Psychoanalysis 2017. Ihre Arbeitsgebiete sind klinische und empirische Forschung in der Psychoanalyse, Adoleszenz, psychoanalytische Entwicklungspsychologie, Frühprävention, Psychoanalyse und Cognitive Science, Literaturwissenschaften und Wissenschaftstheorie, also ein ganz breites Spektrum. Und ich freue mich sehr, Marianne, wenn du jetzt deinen Beitrag uns vortragen wirst. Ich übergebe an Marianne Leutzinger-Bohleber. Vielen Dank, Herbert, für die nette Einführung. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Krise bringt uns noch deutlicher zum Vorschein, was ohnehin schon da war. Es sind nicht die Epidemien, die die Gesellschaft verändern, aber sie lassen uns die Wahrheit über unsere Gesellschaft sehen. Wir sehen, was wir vorher nicht sehen konnten. So drückte sich der bulgarische Philosoph Ivan Krestev in einem Interview am 26. Juni aus. Mit unserem klinisch-psychoanalytischen Forschungsinstrument sahen wir in den Monaten der Pandemie in der Tat manches, was wir vorher nicht sehen konnten. Im Folgenden werden wir alle versuchen, unsere Beobachtungen in Bildern, Metaphern und Sprache zu fassen. Ich selbst will mich auf einige klinische Flashlights und konzeptuelle Anmerkungen beschränken. Die Pandemie lässt uns alle in Abgründe der menschlichen Seele blicken. Dies belastet uns alle, Psychoanalytiker und Analysanten, Bürger und Politiker, Reiche und Arme, Angehörige aller sozialen und Bildungsschichten weltweit. Die völlig unerwartete, schwer fassbare Lebensbedrohung, der wir machtlos ohne Medikamente oder Impfstoffe ausgesetzt sind, konfrontiert uns mit einer Situation extremer Abhängigkeit und Ohnmacht. Psychoanalytische Betrachter reaktivieren zum Beispiel Bilder von intubierten, hilflos auf dem Rücken liegenden Menschen in den Intensivstationen bei uns allen Erinnerungen an ubiquitäre früheste Erfahrungen in den ersten Lebensmonaten. Bekanntlich kann ein Säugling nur überleben, wenn er ausreichend gut gepflegt, betreut und gehalten wird. Er befindet sich in einer existenziellen Situation der totalen Abhängigkeit. Die Embodied Memories an diese menschlichen Grunderfahrungen bleiben unbewusst in unserem Gedächtnis erhalten und werden ein Leben lang bei einer diffusen Konfrontation mit dem Tod und anderen Extremsituationen unbewusst wiederbelebt. Dazu ein erstes klinisches Flashlight. Körperkontakt als Bedrohung anstelle einer Quelle von Sicherheit und Geborgenheit. Die Todes- und Vernichtungsangst eines Säuglings wird bekanntlich am ehesten durch den intensiven Körperkontakt mit seinen Primärobjekten beruhigt. Die Erfahrung von Wärme, vertrautem Geruch, auditiven und visuellen Reizen, die, wie wir wissen, durch eine genügend gute wiederkehrende Erfahrung der Bewältigung infantiler Affektstürme und Überflutungen von unerträglichen Reizen in das einfließen, was schon Erik Erikson das Urvertrauen genannt hat. Peter Fonagy und seine Forschergruppe sprechen von Epidermis Trust und weisen auf dessen evolutionsbiologischen Vorteil für Primaten hin. In der Corona-Krise
verliert der Körperkontakt sowohl in sozialen als auch in therapeutischen Beziehungen die elementare Funktion der Selbstvergewisserung von Sicherheit und gemeinsamer existenzieller Problembewältigung. Er wird selbst zur tödlichen Ansteckungsgefahr. Mir fehlt der Geruch auf der Couch, der Blick auf Ihr Büchergestell, der Händedruck mit Ihnen, Ihr Gesicht bei der Begrüßung. Dies verunsichert mich total. So drückte es eine meiner Analysandinnen in einer Telefonsitzung während der Pandemie aus. Erstaunlicherweise gibt es aber andere Patienten, die unter anderem aufgrund pathologischer Objektbeziehungserfahrungen entdeckten, dass ihnen die telefonischen Sitzungen in ihren häuslichen Umgebungen eine neue Nähe zu mir als Analytikerin ermöglichten. Komisch, ich kann Ihnen am Telefon eher von den peinlichen sexuellen Verhalten der Couch. Vielleicht sind dann irgendwie die Grenzen zwischen uns stabil, sagte Herr C. Ein zweiter Einblick. Lock-in und soziale Isolation embodied Erinnerungen an traumatische Erfahrungen. Andere Patienten wie Herr A. reagierten aufgrund ihrer traumatischen Erfahrung mit Panik, Verzweiflung und einem depressiven Zusammenbruch auf die Pandemie und die erzwungene soziale Isolation. Herr A. stammt aus einem Land mit einem totalitären islamistischen Regime. Die vielfältigen Unterstützungen im Rahmen des Pilotprojekts Step by Step hatten ihm geholfen, Deutsch zu lernen, sowie eine feste Arbeitsstelle und eine eigene Wohnung zu finden. Alles stabilisierende Faktoren. Diese Haltestrukturen brachen durch das Login abrupt zusammen. Allein war er den Bildern von sterbenden Corona-Patienten aus seiner Heimat ausgesetzt, sowie von Massendemonstrationen, die mit brutaler Polizeigewalt niedergeschlagen wurden. Herr A. reagierte mit einem erneuten schweren depressiven Zusammenbruch, kam tagelang nicht mehr aus dem Bett und sagte die Therapiesitzungen ab. Schließlich erschien er in einem verwahrlosten Zustand, unrasiert, mit einem eingefrorenen Gesicht hinter der Maske und berichtete von erneuten schrecklichen Albträumen. Ich war auf einem Friedhof. Ich wurde von zwei Schlangen und Tausenden von Fliegen angegriffen. Ich erwachte in Panik. Seine Assoziationen führten zu dem ersten Traum, der er mir in der Erstaufnahmeeinrichtung Michaelisdorf erzählt hatte. Damals war er schwerst depressiv und suizidal. In dem Traum wollte ihn sein Vater ins offene Grab hinunterziehen. Bezugnehmend auf diesen Traum verstehen wir nun im März 2020, dass er in der gegenwärtigen Situation in seinem Heimatland, wo die Regierung in der Corona-Krise ihr unmenschliches Gesicht endgültig entlarvt, seine unerträglichen Schuldgefühle wieder reaktiviert worden waren. Das Regime behandelt die Menschen wie Fliegen, sagt er. Für ihn in irritierender Weise haben sich dennoch seine nationalistischen Gefühle und Sehnsüchte in der Pandemie verstärkt. Er empfindet sich nun wieder als Fremder in Deutschland und sehnt sich nach seiner Heimat, seiner Sprache, seiner Kultur, auch nach seiner Familie. Die Verschmelzungsfantasien mit dem nährenden, beschützenden, aber auch verschlingenden mütterlichen Primärobjekt sind psychisch erneut sehr präsent. So assoziiert er zu den Schlangen nicht nur das Coronavirus, das überall heimlich lauert, sondern auch seine omnipräsente Mutter, die sein autonomes Selbst immer wieder auffraß, wie er es ausdrückt. Schlangen sind für ihn schließlich ein Symbol für die helfende Medizin, die in seinem Land, aber auch in vielen Flüchtlingslager, denken wir nur an die griechischen Inseln, so sehr versagt und von der er hier durch seine staatlich finanzierte Psychotherapie bei mir profitiert. Ich sage dazu, die aktuelle lebensbedrohliche Situation in ihrer Heimat, die wieder die Ärmsten und politisch Verfolgten am härtesten trifft, bringt in ihrem Traum wohl die alten Überlebensschuldgefühle und Loyalitätskonflikte wieder an die Oberfläche. Sie lauern wie Schlangen in ihrem Unbewussten und erinnern sie an die erlittenen Ohnmachtsgefühle während der Folter und auf der Flucht, aber auch an manche prägende Erlebnisse und Fantasien als Kleinkind mit ihren von ihnen als mächtig und verschlingend erlebten Eltern. Schließlich noch ein letztes Flashlight. Die Angst der Alten vor den Jungen und die Reaktivierung des archaischen Geschwisterneids. How dare you destroying our future? War der Vorwurf von Greta Thunberg als Wortführerin der Fridays for Future-Bewegung an uns Alte. Die Pandemie entlarvt die andere Richtung der Abhängigkeit zwischen den Generationen. Die Alten gehören zu den Risikogruppen und fürchten sich vor der Sorglosigkeit der Party- und reisesüchtigen Jugendlichen,
die psychoanalytisch gesehen mit ödipalen Mordimpulsen assoziiert werden. Sie dürfen sich nicht mit Corona infizieren, sonst bin ich überzeugt, sie umgebracht zu haben, wie meine Mutter, die sich suizidiert hat, formulierte es Frau Y. voll Schrecken in einer Analysenstunde vor einigen Wochen. Die Pandemie bringt nicht nur den Ödipus- und Laios-Komplex an die Oberfläche, sondern auch Fantasien im Umkreis des archaischen Geschwisterneids. Denn Unterschiede zwischen Privilegierten und anderen wurden durch die Corona-Krise nochmals extrem verstärkt. In den USA zum Beispiel wurden die Reichen noch reicher, während viele Arme ihre Jobs, Wohnungen und Gesundheitsversorgungen verloren. Dies sind vor allem gesellschaftliche Probleme, mobilisieren aber immer auch Erinnerungen an einen primitiven Geschwisterneid und Rivalität. Der Gedanke, nur weil ich älter und ärmer bin, müsste ich meinen Platz für ein Beatmungsgerät einem jüngeren, reicheren abtreten, ist einfach unerträglich, sagte Herr D. Diese wenigen klinischen Eindrücke mögen hier illustrieren, wie sehr wir Psychoanalytik klinisch zurzeit gefordert sind, vor allem natürlich in der Behandlung unserer Patienten, aber auch, wie es die italienische psychoanalytische Gesellschaft in eindrucksvoller Weise gezeigt hat, für die Akutbetreuung von traumatisierten Menschen aus dem medizinischen Pflegebereich, Betroffene und Angehörige. 400 italienische Kolleginnen und Kollegen engagierten sich in Kriseninterventionen, vor allem in den am heftigsten von Corona betroffenen Gebieten in Norditalien. Sie stützen sich auf das spezifisch psychoanalytische Wissen zu den psychischen Verarbeitungen akut traumatisierter Erfahrungen, aber auch zu den dadurch ausgelösten primitiven Abwehrprozessen wie Verleugnung, Spaltung, grandiose Verneinung, Projektion, projektive Identifizierung sowie zur Wirkung ubiquitärer unbewusster Fantasien, was sowohl für den Einzelnen als auch für Gruppen und Großgruppen, ja, wir denken eben auch für die Kultur im Allgemeinen, eine große Bedeutung hat. Deshalb möchte ich mit einer sehr kurzen, fragmentarischen Anmerkung dazu schließen. Die Pandemie konfrontiert uns nicht nur mit Dramatisierungen und unheimlichen, tödlichen Bedrohungen, sondern beleuchtet auch die Schattenseiten der Globalisierung mit ihren offenen Grenzen, Märkten und Abhängigkeiten. Das aus der Fremde kommende chinesische Virus kennt keine Grenzen. Dies führt zu Labilisierungen, Verunsicherungen und Sehnsüchten nach Geborgenheit im Mutterschoß der Heimat der Nation. Gerade diese Sehnsüchte vermischen sich mit den eben skizzierten Embodied Memories an ubiquitäre früheste Erfahrungen von Ohnmacht und Hilflosigkeit, die eng mit einer archaischen, unbewussten Fantasiewelt verbunden sind. Werner Bohleber hat in verschiedenen Arbeiten drei spezifische unbewusste Fantasiesysteme diskutiert, die in individuellen und gesellschaftlichen Krisen immer aktualisiert werden und anfällig machen für fundamentalistische, nationalistische, fremdenfeindliche und antisemitische Ideologien. Die Fantasie der Verschwendung mit dem Primärobjekt, die der Homogenität und Reinheit und die des archaischen Geschwisterneids. Alles war im klinischen Material von Herrn A. sichtbar. Überall auf der Welt spielen populistische und fundamentalistische Politiker leider teuflisch gut auf dem Klavier solcher unbewussten Fantasien. In diffusen lebensbedrohenden Situationen gelingt es ihnen, diese Fantasien zu mobilisieren und beim Einzelnen, aber besonders in Gruppen und Großgruppen für ihre Zwecke zu missbrauchen. Solches psychoanalytisches Wissen können wir in die öffentlichen und interdisziplinären Diskurse einbringen, in Diskurse, die dringend notwendig sind. Wie der anfangs zitierte Philosoph Krastev eindrucksvoll aufzeigt, ist weder global noch in Bezug auf Europa überhaupt klar, zu welchen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen die Pandemie langfristig führen wird. Nur eines scheint sehr sicher: Eine Rückkehr zum Status quo wird nicht möglich sein. Weder in den USA, Südamerika, China noch in Europa. Und bezogen auf uns, ich denke, das gilt auch für die analytische Praxis. Wir werden noch vieles sehen und zu verstehen versuchen, was wir vorher nicht sehen konnten. Lassen Sie uns darüber gemeinsam ins Gespräch kommen. Vielen Dank. Ja, Marianne, ganz herzlichen Dank für deinen wirklich sehr reichhaltigen Beitrag aus sowohl klinischen wie auch kulturtheoretischen Aspekten. Und ich glaube, dass wir auf diese Aspekte alle gleich nochmal in der gemeinsamen Diskussion
auch zurückkommen werden. Also ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Professor Joachim Kirchenhoff. Ich stelle ihn auch Ihnen gerne vor. Professor Dr. Med. Joachim Kirchenhoff ist Psychoanalytiker, sowohl der DPV als auch der Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse. Er ist Facharzt der Psychiatrie und Psychotherapie und Facharzt der psychosomatischen Medizin und Psychotherapie und Professor Emeritus an der Universität Basel. Er ist Vorsitzender des Aufsichtsrats und Gastprofessor der Internationalen Psychiatrischen Universität Berlin. Er ist auch Chefredakteur des Schweizer Archivs für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und Mitglied vieler wissenschaftlicher Beiräte. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Publikationen, die ich hier also gar nicht aufzählen kann, weil sie wirklich auch so vielfältig sind. Und ich kann nur darauf verweisen, dass Sie auch auf die Homepage von Professor Kirchenhoff gehen können, um sich dann nochmal näher zu informieren. Es lohnt sich. Ja, also ich freue mich jetzt an Professor Kirchenhoff zu geben. Joachim, bitte. Vielen Dank, Herr Ribbert, für die freundliche Einführung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die wir ja jetzt nicht sehen. Wir sprechen in die Anonymität des Computers, aber ich hoffe, wir erreichen einander trotzdem. Mein Beitrag ist überschrieben, die Corona-Krise als Krise symbolischer Ordnungen und die Aufgaben der Psychoanalyse, das Sprechen zu wahren. Die Corona-Pandemie greift in alle unsere Lebensverhältnisse ein. Sie hat uns eine Zeit lang in einen Ausnahmezustand versetzt. Und das ist erstmal nicht psychologisch, sondern auch politisch zu verstehen. Unsere Grundrechte waren radikal beschnitten. Notverordnungen sind an die Stelle der eingespielten demokratischen und parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren getreten. Und weil sie einen Ausnahmezustand schafft, gefährdet die Corona-Pandemie durchaus demokratische und legislative Prinzipien. Diese Ausnahme wirft aber auch ein verfremdendes Licht auf die Regeln, die wir vor der Krise gewohnt waren. Der jetzt bestehende Ausnahmezustand lässt uns also fragen, ob nicht unsere Normalität oftmals ebenfalls ein allerdings verschleierter Ausnahmezustand gewesen ist. Der objektive und der subjektive Ausnahmezustand spiegeln einander wider und den subjektiven können wir als Analytikerinnen und Analytiker verstehen und beschreiben. Für diese Beschreibung will ich die Grundbegriffe der Lacanschen Psychoanalyse, die Trias des Imaginären, Realen und Symbolischen nutzen. Die Viruspandemie kommt einem Einbruch des Realen gleich, der die Ordnungen des Symbolischen bedroht, und zwar in zweifacher Hinsicht. Die Krise droht sie zu zerstören, die symbolische Ordnung nämlich, und außerdem legt sie ihre vorbestehende Brüchigkeit bloß. Ich will in einigen Punkten erläutern, was ich damit meine. Erstens, wir hören in unseren psychoanalytischen Therapien, dass die durch die Pandemie erzwungene Entdeckung der Langsamkeit zumindest anfangen, ein verbessertes Lebensgefühl ermöglicht. Das hat mich erstaunt. Die Zeit schien in der Krise stillzustehen und viel Freizügigkeit zu schenken. In dieser Erleichterung durch den Ausnahmezustand aber spiegelt sich der normale Alltag und zeigt, wie schwer viele Menschen an den scheinbar eingespielten, selbstverständlichen Aufgaben tragen. So ist die Corona-Krise eine Krise der symbolischen Ordnungen des normalen Lebens. Vielleicht hatten wir vor Corona die sozialen Unterschiede zu wenig beachtet und die Corona-Krise zeigt uns in aller Deutlichkeit, wer von unseren Patienten arm ist und wer reich. Wer in einer beengten Drei-Zimmer-Wohnung mit 4 Kindern die Quarantäne überstehen muss oder in einem geräumigen Haus mit einem weiten Garten. Die Corona-Krise erzeugt die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten nicht, aber legt sie bloß. Damit sind die Ordnungen der Rechts- und Chancengleichheit auch infrage gestellt. Ja, drittens, die Corona-Krise ist ein Spiegel. Sie deckt die internen Widersprüche des neoliberalen Modells schonungslos auf. Der Staat hatte ja im Zug der Privatisierungswellen viele hoheitlichen Aufgaben aus der Hand gegeben und damit den Pakt gebrochen,
dass er für die Grundsicherung seiner Bürger einstehen würde. Nun muss der Staat diese Aufgaben wieder an sich nehmen. Die Corona-Krise ist deshalb auch eine Krise der neoliberalen Wirtschaftsordnung. Eine Gesellschaft, viertens, die sich nicht mehr vertrauensvoll anlehnen kann an eine überzeugende, haltgebende Führung, wir sehen das vor allen Dingen in den USA im Augenblick, wird von Angst heimgesucht, weil dann der Einbruch des Realen nicht dadurch gemildert wird, dass die politischen Verantwortungen die symbolische Ordnung verkörpern und so Orientierung geben, sodass die Krise auch zur Krise der Repräsentation wird. Fünftens, mit großer Dringlichkeit stellen sich ethische Fragen. Wer hat Vorrang, der Einzelne oder die Gesellschaft? Darf man viele Menschen in eine ökonomische Krise stürzen, um lebensbedrohliche Krankheiten intensivmedizinisch versorgen zu können? Wer hat das Anrecht auf eine künstliche Beatmung, wenn die Zahl der Plätze an der künstlichen Lunge beschränkt ist? Und plötzlich tauchen Fragen auf, die uns in Deutschland ganz besonders beschäftigen müssen, nämlich die Frage nach der Beurteilung des Wertes des Lebens, sodass die Corona-Krise auch zur Krise der symbolischen Wertordnungen wird. Sechstens, in der Krise geht in gewisser Weise Zukunft verloren. Das geht uns allen, denke ich, so. Planung wird unmöglich, wenn die eigene Gesundheit ständig gefährdet sein kann und die ökonomische Lebensgrundlage wankt. Joseph Sandler hatte von dem basalen Sicherheitsgefühl gesprochen. Und dieses Sicherheitsgefühl ist fundamental angegriffen, sodass die Corona-Krise auch eine existenzielle Dimension hat. Anfangs sind vor allem in Italien zu viele Menschen gestorben, als dass sie in Würde und im Beisein der Angehörigen hätten bestattet werden können. Ebenso schlägt der Zwang, dem Tod allein entgegenzusehen auf einer Intensivstation, die keine Besuche duldet, unseren kulturellen Gewohnheiten ins Gesicht, die darauf bauen, dass der Sterbende auf seinem letzten Weg begleitet wird. Die Corona-Krise ist in diesem Sinne auch eine Krise des transgenerationalen Zusammenhanges und somit auch der Lebensgeschichten. Und zuletzt nun in dieser Aufreihung die Dimension, die uns in den Therapien vielleicht am ehesten spürbar geworden ist. Die meisten, jedenfalls meiner Patienten, fühlten sich erst einmal sprachlos. Viele stellten auch explizit fest, dass ihnen die Worte fehlten. Das, was also symbolische Ordnung ihrer Grundlage ausmacht, die Fähigkeit zu sprechen und miteinander zu sprechen, also Worte für das Erlebte zu finden, versagten. Wenn aber, um mit der Lacan'schen Trias des realen, symbolischen und imaginären fortzufahren, der Einbruch des realen von symbolischen Ordnungen nicht aufgefangen werden kann, dann springt als Ersatz das Imaginäre, die dritte Dimension ein, also die unbewussten Fantasien, die sich verstärken, die eingesetzt werden, um in der prekären Situation doch eine Orientierung zu finden, die freilich als ein subjektiv verzerrter Ersatz der erlebten Bedrohung nicht wirklich einen Halt entgegensetzen kann, sondern sogar die Bedrohung verstärken mag. Ich möchte diese imaginäre Ebene mit den vertrauteren Begriffen der Objektbeziehungspsychologie kennzeichnen und von dem Virus als einem unheimlichen Objekt sprechen. Das Unheimliche ist definiert als das, was das Gefühl des Vertrauten, des Heimischen unterbricht und in Frage stellt. Die Dinge sind, was sie zu sein scheinen oder möglicherweise etwas anderes. Das Unheimliche gehört und gehört nicht zum Alltagsleben. Es operiert aus dem Hinterhalt und bewirkt, dass das, was uns vertraut sein sollte, plötzlich verrückt und gespenstisch anmutet. So Parsons in einem lesenswerten Psychoartikel. Entscheidend für das Gefühl des Unheimlichen ist also seine Verrücktheit im buchstäblichen Sinn, die Verrückung des Alltags, die aus der Spur springende, also delirierende Bewegung. Etwas, was bislang in der Ordnung gewesen ist, wird in Frage gestellt. Das Unheimliche wird in der Corona-Krise gerade, weil sie nicht nur akut und temporär mehr ist, zu einem Dauerzustand. Das Virus wird,
so habe ich das zusammenfassend formuliert, zum unheimlichen Objekt, zu einem Objekt, das doch kein Gegenüber ist, das überall ist und nirgends zugleich. Denken Sie an Freud und seine Analyse des Sandmanns von E.T.H. Hoffmann. Da hat er das Unheimliche als das Heimliche, das Heimische, das infantil Vertraute und nur später Verdrängte beschrieben. Das Virus als unheimliches Objekt. Und damit beschreibe ich eine erste imaginäre Antwort oder eine objektgebundene Fantasie, mobilisiert die Objekte, die sich als Unheimliche früh in die Lebensgeschichte eingeschrieben haben. Ich gebe ein ganz kurzes Beispiel aus der aktuellen therapeutischen Arbeit. Eine Frau im fortgeschrittenen Erwachsenenalter war in einem Land aufgewachsen, in dem eine Militäroffensive Reformen und Demokratiebewegungen jäh und hart zunichte gemacht hat, als sie noch Kind war. Sie hatte damals einen ersten Ausnahmezustand erlebt, ein Ausgangsverbot, die Angst, dass jeder, der zu Besuch kommt, ein Feind sein kann, dass jedes laute Wort gefährlich wird. Nun, in der Corona-Krise erneut konfrontiert mit Kontaktgeboten oder Verboten, wird sie heimgesucht von der Wiederkehr der unheimlichen bedrohlichen Objekte. Verfolgt von einer ständigen, nicht mehr abzuschüttelnden Unruhe und dem Gefühl diffuser und unfassbarer Bedrohung, kehren die Schreckensbilder der Kindheit in ihr Bewusstsein zurück. Die Konfrontation mit dem unheimlichen Objekt, das so schlecht fasslich ist, lässt sich nicht lange ertragen. Daher wird es, das wäre eine zweite imaginäre Reaktion, einzubinden und dingfest zu machen gesucht. Wie die bizarren Objekte von Bion wird es externalisiert und projiziert, es wird also in andere verschoben und so wird es beispielsweise in ein Hirngespinst im Rahmen von Verschwörungstheorien verwandelt. Wenn wir es nicht assimilieren können, bietet sich der Ausweg, es als Agenten einer feindlichen Macht, als chinesisches Virus etwa, projektiv zu verankern. Auch wenn es schwer zu ertragen ist, so müssen wir doch realisieren, dass etwa der Populismus zwar die völlig falschen Antworten hat, aber deshalb attraktiv ist, weil er überhaupt welche vorgibt. Ich komme zum Schluss. Die Corona-Krise ist, so habe ich auf den Spuren von Lacan gesagt, ein Einbruch des Realen, der die symbolischen Ordnungen gefährdet und das Imaginäre wuchern lässt. Wir können als Analytikerinnen und Analytiker nicht arbeiten wie bisher und wie gewohnt. Wir müssen, so meine ich, erstens die Krisensituation ernst nehmen, die fundamentale Verunsicherung, die uns selbst ebenso wie unsere Patienten und Patientinnen erreicht. Wir haben keine raschen Antworten. Statt schnelle Antworten selbst zu geben oder so zu tun, als könnten wir sie geben, geht es zweitens darum, gerade das Fehlen der Antwort, die Wortlosigkeit, die das unheimliche Objekt erzeugt, die realen Verluste mit den Patienten und Patientinnen zu teilen und gerade diese Verluste selbst zur Sprache zu bringen. Wir können drittens die falschen, die überstürzten Antworten hören und verstehen und die in ihnen wirksame imaginäre Abwehr im Umgang mit dem unheimlichen Objekt aufdecken. Dies gilt viertens sowohl in der psychoanalytischen Kur selbst als auch über die Couch hinaus, denn die Krisen der symbolischen Ordnungen, auf die ich hingewiesen habe, weisen uns auf unsere gesellschaftliche Verantwortung hin. Gerade habe ich gesagt, wir können als Analytikerinnen und Analytiker nicht weiterarbeiten wie bisher oder wie gewohnt. Ich will gleich hinzufügen, und das ist der fünfte und der letzte Punkt. In dieser Krise ist unsere Arbeit besonders wichtig geworden und unsere Anstrengung, sie aufrechtzuerhalten, finde ich ausgesprochen lohnenswert und wichtig. Es geht darum, sie aufrechtzuerhalten, unter wie schwierigen Bedingungen auch immer. Es geht um das Sprechen in Zeiten von Corona. Vielen Dank. Ja, ebenfalls vielen und besten Dank, Joachim, für diesen wirklich auch ebenfalls sehr reichhaltigen und gedankenreichen Text. Klinisch ausgewiesen und auch mit sehr viel, also Anregungen, uns Gedanken zu machen, gleich eine Diskussion auch, insbesondere was den Einbruch des Imaginären in unsere Ordnung angeht. Und dafür haben wir ja nun leider, ich habe eben darauf schon hingewiesen,
gestern auch nochmal in Deutschland also auch eine besonders irgendwie auch schockierende Erfahrung gemacht. Ja, also ich freue mich schon auf die Diskussion gleich. Ich komme jetzt zu Dr. Liana Georgi und möchte Ihnen Frau Dr. Liana Georgi gerne vorstellen. Sie ist Psychoanalytikerin der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung. Sie ist Sozial- und Politikwissenschaftlerin. Frau Georgi kommt ursprünglich aus Zypern. Sie ist Absolventin des Massachusetts Institute of Technology in den USA und der Universität Cambridge in Großbritannien. Und sie hat mehrere Publikationen im Bereich der europäischen Studien- und Politikanalyse gemacht. Und das ist natürlich besonders spannend, dass wir jetzt auch sozusagen über den Tellerrand unserer eigenen Behandlungsthema hinaus jetzt etwas hören werden, was dieser auch auch breiten gesellschaftlichen Perspektive. Ich übergebe gerne an Liana Georgi. Bitte, Liana. Vielen Dank, Herr Ebert. So, ich habe meinen Referat Transformationen in Corona genannt. Also Freud betrachtete Zivilisation als das Ergebnis der Umbildung durch Triebverzicht des Lustprinzips zum Realitätsprinzip unter dem Druck von verschiedenen Leidensmöglichkeiten und infolge der Erkenntnis der, Zitat, primären Feindseligkeit der Menschen gegeneinander. Er fasst den zivilisatorischen Weg als einen Prozess der Kooperation und definiert Kultur als, Zitat, die ganze Summe der Leistungen und Einrichtungen, die zwei Zwecken dienen, dem Schutz des Menschen gegen die Natur und der Regelung der Beziehungen der Menschen untereinander. Vor diesem Hintergrund bezieht sich eine Schlüsselfrage oder für mich die Schlüsselfrage im Kontext der Covid-19-Pandemie auf das anfängliche Versagen des Multilateralismus, das heißt der internationalen Kooperation, wie auch die Abkehr in manchen Ländern von konstitutionellen Rechts- und Verwaltungsverfahren in der Politik. Diese Frage ist besonders akut für die Europäische Union aufgrund des Vorhandenseins auf dieser Ebene von Wissen wie auch von einer Reihe von Maßnahmen zur koordinierten Bekämpfung von kollektiven Risiken und Gefahren. Dies gilt trotz nationaler Zuständigkeiten im Bereich des Gesundheitssystems auch für den Gesundheitssektor. Der Hinweis möge hier genügen, dass Europa unter anderem eine eigene Agentur zur Bekämpfung von infektiösen Krankheiten hat. Dies ist das European Center for Disease Control and Prevention mit Sitz in Stockholm. Die Debatte zu dieser Frage hat erst angefangen und wird voraussichtlich alle Human- und Sozialwissenschaften beschäftigen, hoffentlich auch die Psychoanalyse. Und mein Referat versteht sich als Beitrag zu dieser Debatte. Also auf der Suche nach einer Antwort zu dieser Frage, warum die Kooperation versagt hat, und ausgehend von der graduellen Erkenntnis, dass wir hier mit einer Panikreaktion zu tun hatten, lasse ich wieder Freuds Massenpsychologie und Ich-Analyse wie auch Bions Erfahrungen in Gruppen. Und ich studierte die Erzählung und Diskurs zur Pandemie, die von der Politik mit der Unterstützung der Massenmedien verbreitet worden ist. Freud diskutiert das Phänomen von Panik in Bezug auf die früheren Arbeiten von McDougall und Trotter. Und McDougall hatte Panik als eine Form der Affektsteigerung durch Ansteckung beschrieben und meinte, wenn Panik ausbricht, sorge sich jeder für sich ohne Rücksicht auf die anderen. Auf der manifesten Ebene entspricht dies nicht den Reaktionen auf das Coronavirus. In Österreich zum Beispiel wurden wir regelrecht mit dem Spruch bombardiert, schau auf dich, schau auf mich. Nur ist diese vielbeschworene nationale Solidarität, die psychologisch betrachtet auch sehr primitiv sei, zum Teil auch ein Deckmantel für die politischen Alleingänge auf europäischer Ebene, die eher nach der Metapher der Abschottung aufgestellt worden sind. Anders als McDougall denkt Freud, dass die Auflösung von affektiven Bindungen innerhalb einer Gruppe nicht das Ergebnis, sondern der Ursprung von Panik sei. Die Aushöhlung von affektiven Bindungen auf europäischer Ebene betrifft nicht nur die Bürger der Union, sondern auch Politik und Verwaltung
Und diese zwei Institutionen oder künstliche Gruppen in Freuds Terminologie waren und sind federführend bei der Bekämpfung der Pandemie. Die Ambivalenz gegenüber der Europäischen Union hat eine lange Geschichte und nicht nur unter den Euroskeptikern, aber seit mindestens 20 Jahren ist eine methodische Entfremdung im Gange, verschärft durch die aufeinanderfolgenden Krisen. 9-11, Osterweiterung, Terrorismus, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Brexit, Klimakrise und jetzt eben die Corona-Krise. Wir erleben scheinbar in einem Dauerkrisenmodus. Oder anders gesagt, die Krise ist der Modus operandi der modernen politischen Ordnung. Mittelfristig wird es außerdem wichtig sein, durch Forschung herauszufinden, inwieweit es Panikreaktionen auch innerhalb von sozialen Institutionen wie Spitälern oder Schulen gegeben hat. Ich vermute, dies war sehr wohl der Fall und es wäre wichtig, diese Ängste in Vorbereitung auf die nächste Pandemie zu berücksichtigen. Solche Ängste hatten aber nicht nur einen realen, aber auch nicht nur einen neurotischen Charakter. Kooperation und der Widerstand zu Kooperation, wie auch zum Lernen durch Erfahrung, sind auch zentrale Konzepte bei Bion. Anders als Freud betonte Bion den psychotischen Charakter von dynamischen Prozessen innerhalb von Gruppen. Es gibt neurotische Gruppen wie auch psychotische Gruppen und meistens finden wir Elemente von beiden Ängsten in allen Gruppen. Darauf aufbauend entscheidet Bion den Begriff von Kooperation auf die Arbeitsgruppe Working Group mit Realitätsbezug einzuschränken und nennt die triebhaften Formen des Miteinanders, die in allen Gruppen hineingetragen werden, Valenz. Unter Valenz entstehen sogenannte elementare Geisteshaltungen, die den Primärregungen von Gruppenerhaltung, Selbsterhaltung und Konformität entsprechen. In der psychoanalytischen Fachsprache nennt Bion diese Impulse die elementare Gruppen von Paarung, Kampf, Flucht und Abhängigkeit. Für Bion ist Panik deckungsgleich mit Zorn. Wo Panik entsteht, kann oder wird auch Zorn entstehen, was im Falle von Covid-19 tatsächlich der Fall ist. Auf politischer Ebene, siehe manche Führer, wie auch auf der Straße. Panik und Zorn sind Ausdruck der Regression zur Denkweise der elementaren Gruppe Kampfflucht oder zum Selbsterhaltungsinstinkt. Triebpsychologisch betrachtet ist das Ziel die Evakuation von Frustration und Angst, die unerträglich erscheinen und nicht überdacht werden können. Bion nennt zwei Auslöser für die Entstehung von Panik. Erstens die plötzliche emotionale Feststellung von Verschiedenheit und zweitens ein Ereignis, auf das man unvorbereitet war. Beides trifft auf die Pandemie zu. Man war tatsächlich unvorbereitet auf das Virus, zum Teil, weil Warnungen über 2 Monate hinweg ignoriert worden sind. Zudem verhält sich das Coronavirus sehr unterschiedlich und komplex in der Art, in der es sich verbreitet in Clustern und in Bezug auf das Risiko, das es für verschiedene Gruppen darstellt. Die pauschalen, reflexartigen Reaktionen auf die Pandemie, Lockdowns, auch wenn zum Teil durch die Versäumnisse von Januar und Februar gerechtfertigt, waren gleichzeitig auf der unbewussten Ebene ein Versuch, diese Komplexität zu verleugnen und stattdessen das Ideal und die Illusion der Gleichheit erneut einzuführen. Andere Aspekte der Erzählung rund um das Coronavirus, die für das Vorhandensein von psychotischen Ängsten sprechen, sind die Kriegsrhetorik und die Besessenheit mit Zahlen, später mit Geld als eine Form der Wiedergutmachung und der Verbreitung von Verschwörungstheorien aller Art. Vor diesem Hintergrund der psychotischen Angst war die schnelle und starre Wiederbelebung des Nationalismus eine Form der kollektiven Abwehr. Man flüchtete eben nach Hause, das eigene Zuhause und die eigene nationale Identität. Viele Menschen, die im Ausland lebten oder verweilten, haben konkret agiert und sind nach Hause zurückgekehrt, darunter viele Beamte der Europäischen Kommission, die dadurch an Arbeitsfähigkeit weiter verloren hat, wie auch viele Touristen, die dadurch das Virus weiter verbreiteten.
Der Begriff der kollektiven oder institutionellen Abwehr wurde von Elliot Schack und Isabel Menzies geprägt, zwei britische Psychoanalytiker der zweiten Generation der kleinianischen Tradition. Solche Abwehrmechanismen sind oft ein unbewusster Teil der Struktur, Kultur oder Funktionsweise von Organisationen oder Institutionen, meint Menzies. Hinschelwood betrachtet Nationalismus zudem als eine Gefühlslage, die durch Ansteckung als primitive Form der projektiven Identifizierung funktioniert. Die Covid-19-Pandemie veranschaulicht, wie schnell solche Mechanismen unter bestimmten Bedingungen zu tragen kommen. Die Geschwindigkeit war tatsächlich beachtlich, aber auch sehr beunruhigend. Nicht zuletzt, wenn man sich an der Funktion von Metaphern über Ansteckung und Reinigung, Säuberung im Nationalsozialismus wie auch in neuester Zeit in Bezug auf Flüchtlinge erinnert. In das Unbehagen in der Kultur schreibt Freud, dass die Schicksalsfrage der Menschenart der Kampf zwischen Kulturentwicklung einerseits und Aggression und Selbstvernichtungstrieb andererseits sei. Nur noch bevor die Aggression und der Selbstvernichtungstrieb sich konkret in Gewalt äußern, findet die Flucht vor dem Denken und der Realität statt. Und man kann nur hoffen, dass wir als Kollektiv bald wieder unsere geistige Gesundheit oder wie Freud es auch sagen würde, Besonnenheit erlangen. Danke. Ja, ebenfalls ganz herzlichen Dank, Liana, für diesen Ausblick und doch ganz in der Tat wichtigen Hinweis sowohl auf die europäische Ebene wie auch insbesondere auf die Ebene der Gruppe. Also das ist eine wichtige Ergänzung und Differenzierung unserer Diskussion und ich bin sehr gespannt, wie wir das jetzt alle gemeinsam in der Diskussion unter den Referenten erst einmal jetzt der drei Vorträge weiter besprechen können. Wir haben im Hintergrund immer noch einen Kontakt zu dem Webinarkollegen, deswegen würde ich mal ganz kurz nachhören, wie viele Fragen schon eingegangen sind, einfach um zu wissen, wie viel Zeit wir für unsere interne Diskussion haben. Kann ich das irgendwie in Erfahrung bringen? Rhoda, could you send me please the numbers of questions which you have already received? So. Perhaps you can do it in between and we will start the discussion. Thank you. So, ich werde dann, wir haben versucht im Vorfeld nochmal, wir haben ja unsere Vorträge schon miteinander ein bisschen auch schon vorher verglichen und wir haben versucht zu schauen, was ist eigentlich das mögliche Gemeinsame, aber auch das mögliche Differente oder Unklare in unseren Vorträgen. Ich glaube, Joachim Küchenhoff hat vor allen Dingen auf das Nichtwissen, die Bedeutung des Noch-Nichtwissens hingewiesen. Und ich würde gerne mit einer ersten Frage starten, die man vielleicht aus den drei Vorträgen raus destillieren kann. Nämlich, könnten wir uns darüber unterhalten, erstens, was ist eigentlich die Qualität der Bedrohung, in der wir jetzt leben? Ist es, würde man sagen, klassisch freudianisch, nicht? Also der Gegensatz von Kultur und Trieb? Oder ist es, wenn man jetzt mehr der bionischen Formulierung folgt, die psychotische Angst? Oder Lacan zufolge eben eine Krise der symbolischen Ordnung? Wir haben alles drei, meine ich, gehört in den Vorträgen und ich würde die Frage gerne mal jetzt an die drei, an euch drei Referenten stellen, ob ihr was aus eurer Sicht dazu sagen könnt. Wer möchte anfangen? Also ich kann gerne etwas dazu sagen, weil ich finde, dass es eine deutliche Brücke gibt zwischen dem, was Liana gesagt hat, auch über die Ängste und die Panik und dem, was ich gesagt habe. Natürlich aus einer ganz anderen Theorie, Tradition sozusagen heraus, aber es konvergiert. Also was bei Lacan ja gerade bei der Psychose, wenn wir es jetzt nur mal klinisch anschauen, entscheidend ist, ist, dass das Symbolische entweder gar nicht gebildet worden ist in der frühen Entwicklung oder sich, also die Fähigkeit zur Repräsentation, zur Darstellung von Erfahrungen, dass die nicht angelegt ist und deshalb in den Entwicklungsstadien, wo man sie unbedingt braucht, zum Beispiel in Ablösungen,
dann auch zum Tragen kommt. Und deshalb ist diese, ich habe jetzt natürlich nicht vom Zusammenbruch, sondern von der Herausforderung oder der Krise in den symbolischen Ordnungen gesprochen, aber das hat etwas, wenn sie zusammenbrechen könnte, entstehen dann die psychotischen Ängste sozusagen in der Theorie. Also insofern ist diese Beschreibung der Ängste, habe ich den Eindruck, sehr konvergent. Also die passen zueinander, also auch was diese Bionschen oder diese auf Lacan jetzt darauf fußenden Gefahren sozusagen betrifft. Und das, finde ich, passt ganz gut zusammen. Also ich glaube, was heißt das konkret? Ich glaube, dass die Bedrohlichkeit, die gesellschaftliche, aber auch die psychologische Bedrohlichkeit größer ist, als wir das vielleicht so rasch sehen. Im Übrigen ist mir noch aufgefallen, ich weiß nicht, wie die Erfahrungen da sind bei euch. Ich habe den Eindruck, während am Anfang, das habe ich kurz beschrieben, da natürlich auch Abwehr im Spiel war, jetzt, wo das wieder aufflammt, wird es sehr viel belastender. Und da gibt es mehr Desintegrationsgefährdungen, Gefahren, klinisch, die ich jetzt so sehe, als das vor 4, 5 Monaten war. Vielen Dank. Marianne? Ja, darf ich sagen, dass ich denke, es gibt auch eine Brücke zu dieser eher entwicklungspsychologischen Linie, die ich versucht habe anzuzeigen, weil eben das Virus, wie du das geschildert hast, Joachim, als bizarres Objekt, man könnte auch sagen, es ist nicht fassbar, wir haben sehr wenig gewusst, überhaupt über das Virus, eine Ansteckungsgefahr. Also wir waren einer Situation ausgeliefert, wo wir dann sehr empfindlich auf diese Bilder, die wirklich gezeigt haben, auch unter einer was für furchtbaren Situation die Menschen auch sterben, sozial völlig isoliert in dieser medizinischen Technologie. Und das war mein Punkt, dass das natürlich ganz frühe Erfahrungen bei uns allen aktualisiert, die uns, ich glaube, wenn man das Konzept mit der psychotischen Angst nimmt, das passt eigentlich sehr gut zusammen. Und ich glaube auch, was Lacan mit dem Imaginären meint. Also das sind, glaube ich, alles Versuche mit verschiedenen Terminologien, etwas zu fassen, was wir im Moment in dieser Form, glaube ich, alle noch nie erlebt haben. Ich glaube, es ist für uns alle die erste Pandemie, die wir durchleben. Und dafür müssen wir auch neue Begrifflichkeiten, neue Sprachen finden, als Analytiker natürlich auch, um die Patienten zu verstehen, das ist ja unser analytisches Instrument, aber natürlich dann immer auch, das ist das Thema hier vom Panel, was heißt das für die Gesellschaft? Und da würde ich gerne nochmal den Faden aufnehmen zu deiner Einführung, Heribert. Also du hast ja nochmal einen Triebverzicht angesprochen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass eine Fähigkeit zum Triebverzicht eine Reife des seelischen Funktionierens voraussetzt, die wir nur in ganz optimalen Momenten überhaupt zur Verfügung haben. Also wenn man das von den Abwehrmechanismen her sieht, also wenn wir gleichzeitig Möglichkeiten zur Sublimierung, also Sublimation aus der ein sehr reifer Abwehrmechanismus, wenn man Konzert spielen kann oder eine andere Kulturleistung, kann man vielleicht ein paar Stunden gern verzichten auf das Essen oder so. Aber in diesem reifen seelischen Zustand sind wir nur selten. Und in einer Situation, wo derart eine unheimliche, nicht fassbare Bedrohung auf uns zuströmt, ist eben die Gefahr, dass wir alle in einen viel primitiveren, archaischen mentalen Zustand reinrutschen. Und das ist, glaube ich, etwas, was so unheimlich und gefährlich ist. Und da hast du natürlich recht, Joachim, je länger das andauert, desto mehr wird einem das bewusst. Weil wir haben ja nicht die Hoffnung, dass das sehr bald sich ändert, dass zum Beispiel der Kontakt, der uns alles Sicherheit gibt und die Voraussetzung auch ist, dass wir wieder auf einen reiferen seelischen Zustand rutschen, das ist in weite Ferne gerückt. Das macht das alles so unheimlich. Darf ich ganz kurz eine technische Zwischenbemerkung machen? Vielen Dank. Also ich habe eine Frage ist eingegangen, ob man die Vorträge auch sehen könne.
Also natürlich, und die Vortragenden auch sehen können. Also offenbar hat eine Teilnehmerin immer die Möglichkeit, uns zu hören. Also sie müssten auf das Kamerasymbol klicken. Also das, also diejenigen, die uns nicht sehen können, hoffe ich, können jetzt doch eine Möglichkeit bekommen, uns zu sehen, wenn sie auf das Kamerasymbol auf dieser Kontrollleiste klicken. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das war eine Frage, die eingegangen ist. Das nur als technische Bemerkung zwischendurch. Entschuldigung, Diana, Sie wollten was sagen. Ja, ich wollte sagen, eben weil in Gesellschaften oder Individuen auch oft Schwierigkeiten haben oder Ängste mit dem Umgang mit solchen Situationen, deshalb sind auch Institutionen sehr wichtig. Und meine Sorge bei dieser Corona-Sache ist, dass es eben die Institutionen auch zum Teil versagt haben und dass es die Panik bei den Institutionen gab. Also wenn man auch bei der realen Angst oder der realen Gefährdung von dieser Pandemie vielleicht im März wussten wir nicht, wie wir damit umgehen, obwohl das würde ich auch ein bisschen hinterfragen, aber spätestens jetzt, denke ich, haben wir eine Strategie auf medizinischer Ebene, auch auf die Agenturen der Nachverfolgung etc., die funktioniert. Und trotzdem aber, es wird trotzdem ein Diskurs des Alarmismus weiter verbreitet oder noch immer wachgehalten. Und ich denke, dass ist problematisch und hat auch zur Folge, dass es solche Situationen wie in Berlin mit den Rechtsextremen und solche Demonstrationen gibt. Also wenn der Nationalismus auf politischer Ebene als Strategie verwendet wird, dann denke ich, dürfen wir nicht überrascht sein, wenn auch dann die rechtsextreme Szene und andere auch diese Strategie dann anwenden und viel brutaler und extremer als. Und da ist, denke ich, das ist meine Sorge, warum dieser Diskurs auch der Übertreibung zum Teil und des Alarmismus noch immer aktiv ist. Aber ja. Wenn ich da auch kurz als Moderator was zu sagen darf, ich glaube, das haben die beiden oder die drei Vorträge ja gezeigt. Ich glaube, dass vor allem dieser Aspekt des analytischen nicht so schnell Wissens, also wir sind ja daran gewöhnt, erst etwas nicht zu wissen und auch uns auch Zeit zu lassen, etwas Wissen vielleicht ansatzweise tentativ wissen zu können. Das ist individuell, glaube ich, schon eher aushaltbar als auf einer solchen Gruppenebene. Nicht? Das war ja in dem Vortrag über auch die Björnschen Gruppenaspekte sehr deutlich. Und ich glaube, dass das wirklich ein großes Problem ist, auch im gesellschaftlichen Bereich. Also wie wir ein Stück uns Raum offen halten können, um also eine Form zu entwickeln, mit der wir mit der ganzen Unsicherheit und Angst auch kollektiv umgehen können, ohne dass sofort in diese Lücke dann die unheimlichen Objekte, bizarren Objekte und die Verschwörungstheoretiker hineinkommen können. Das nur als. Ja, ich denke, das war ja auch so, das fand ich so beeindruckend von der italienischen Gesellschaft, dass sie diese professionelle Fähigkeit, die wir, glaube ich, als Analytiker entwickelt haben, Ungewissheiten auszuhalten, dass das vielen, die in Paniksituationen waren oder auch wirklich in traumatischen Situationen wie das Pflegepersonal, dass genau das ihnen angeboten wurde. Ich glaube, das ist ein klinischer Beitrag, den die italienische Gesellschaft leisten konnte. Das heißt nicht, dass das andere nicht stimmt mit den Institutionen. Also ich möchte, es sind einfach verschiedene Ebenen. Ich glaube, das wäre auch wichtig in der Diskussion, dass wir vielleicht die verschiedenen Ebenen ein bisschen trennen. Ich glaube, die Institutionen, die haben, wenn ich das etwas verkürzt sagen kann, ein Stück weit diese Haltefunktion, die wir im Klinischen, in der analytischen Beziehung übernehmen als Personen. Aber Institutionen sollten auch gesellschaftlich so vieles auffangen, was an Unsicherheit, an Belastungen, an Konflikten einfach im gesellschaftlichen Raum da sind. Und deswegen ist das so schwierig, oder wenn die
Institutionen, was ja in den Staaten eine ganz lange Geschichte ist. Man darf das nicht vergessen. Trump, das ist das Resultat von einer jahrzehntelangen Entwicklung, wo die staatlichen Institutionen sabotiert wurden und jetzt zu dieser Spaltungssituation geführt haben oder das begünstigt haben. Ja, ich wollte das nur noch mal bekräftigen. Das war mir ein ganz wesentlicher Punkt. Also die Möglichkeit, auch diese Unsicherheiten aufrechtzuerhalten. Und ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist zu diesem, was Ilana mit dem Alarmismus gesagt hat. Das ist ja nicht der Alarmismus, der dann, also das, wohin das mündet. Also in der Schweiz gab es eine ganz interessante institutionelle Erfahrung, dass über mehrere Monate, der hat ja sozusagen nationale Berühmtheit erfahren, einer der Zuständigen für Epidemien im Bundesamt für Gesundheit es bestens verstanden hat, das, was man weiß, das, was man nicht weiß, die Unsicherheiten neben die Sicherheiten zu stellen. Und es hat jeder wirklich an dessen Lippen so gehangen. Und jetzt ist er pensioniert und sollte es eigentlich schon vorher sein. Dann merkt man, wie das wichtig ist. Das ist auch in gesellschaftlichen Kontexten wie auch im individuellen Bereich der Analyse Möglichkeiten gibt, gerade das, was eben nicht klar ist, offen zu halten und nicht Lösungen zu präsentieren, die keine sind, sondern das ist ja fatal, auch gesellschaftlich, wenn Lösungen präsentiert werden, die sich dann als Chimären herausstellen. Eine Zwischenbemerkung nochmal von mir als Moderator. Ich möchte die Zuhörer wirklich ermutigen, Fragen zu stellen. Also nach dem, was ich bisher höre, sind außer der Frage, ob man uns auch sehen kann, keine weiteren Fragen bisher eingegangen. Also ich bitte Sie wirklich, doch Fragen zu stellen, was immer Ihnen einfällt. Scheuen Sie sich nicht. Das ist ähnlich wie in einer psychologischen Sitzung. Sie können alles fragen, was Ihnen durch den Kopf geht. Und bitte nutzen Sie die Möglichkeit. Ich hoffe, dass es keine technischen Hindernisse gibt. Also nochmal, Sie können die Chat-Funktion benutzen, die Sie auf Ihrem Bildschirm sehen, um dort Ihre Fragen einzugeben, zu schreiben. Die gehen dann an das Team des Webinars und die werden an uns weitergeleitet. Ja, das nochmal als Zwischenbemerkung. Ich meine, wir sind jetzt eigentlich noch schon bei unserer Frage angekommen, die ich auch aufgreifen wollte als gemeinsames Thema aus den drei Vorträgen. Wir haben das jetzt schon andiskutiert. Ich würde sie trotzdem nochmal formulieren, nämlich ich denke, ein wichtiger Punkt für uns ist die Frage, was ist unsere Aufgabe als Politikerin in der Gesellschaft? Was ist unsere gesellschaftliche Aufgabe? Ja? Und wie steht es um unsere Präsenz eben in der Öffentlichkeit und in der Hinbindung auch zu öffentlichen Brennpunkten? Also ich meine, dazu kann ich nur noch mal sagen, neben dem, dass in den Vorträgen ja da schon Hinweise waren, dass vor allem Marianne Leutzinger-Bohle war dazu ja schon ein wirklich sehr, sehr herausragendes Beispiel gegeben hat mit ihrer Präsenz in Deutschland, in der Flüchtlingsarbeit, mit dem Step-by-Step-Projekt, mit dem Michaelsdorf. Und du hast ja eben nochmal auf die italienische Gesellschaft hingewiesen. Ich glaube, angesichts des bisherigen Mangels an Fragen hätten wir durchaus die Zeit, wenn du das machen möchtest, Marianne, ich erlaube mir das mal, dich direkt zu fragen, auch vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher darauf hinzuweisen, auch sowohl was du in deinem Projekt Step by Step, aber auch jetzt, was die italienischen Kollegen gemacht haben, was wirklich sehr beeindruckend ist und vielleicht auf die Corona-Pandemie bezogen noch mehr. Du hast da ja auch schon einen Austausch gehabt. Ich hatte auch mit der italienischen Präsidentin Nicolo einen Austausch darüber gehabt. Das ist wirklich enorm, was die italienischen Kollegen sich als Politiker angeboten haben in der Öffentlichkeit. Also das wäre ein Thema, das Verhältnis von Behandlungsraum, individueller Begleitung von unseren Patientinnen und Patienten und eben unserer öffentlichen Präsenz. Vielleicht kann ich dazu doch noch sagen, dass vielleicht das Thema, was Ilana reingebracht hat mit den Institutionen, auch dazugehört. Also ich hatte das Step-by-Step-Projekt ja als Direktorin vom Freud-Institut initiieren können, weil das hessische Ministerium an mich als Leiterin dieses
Institut, das damalige Leiterin, herangetreten war. Und dieses Institut, das Freud-Institut, hat ja diese lange Tradition, eine kritische öffentliche Stimme zu sein. Und das Neue vielleicht war, dass wir in diese Krise sehr stark auch von dem Wissen, was wir inzwischen gesammelt hatten, auch seit Mitscherlichs Zeiten zum Umgang mit Traumatisierungen, dass wir auch das klinische Wissen eingebracht haben zur Betreuung dieser akut traumatisierten Flüchtlinge in diesem Michaelisdorf. Aber ich glaube, man braucht auch eine Institution, um über das, was wir in der Praxis machen, auch öffentlich wirksam zu sein. Und darum fand ich das so beachtlich, dass die italienische Gesellschaft auf die Situation in Italien, die ja als erste so dramatisch war. Ich meine, ich habe mit einer Kollegin, mit Gerti Schlesinger-Kipp, gesprochen, die war so traurig, dass die DPV da nicht mehr aktiv geworden ist. Aber die Situation in Deutschland war, man könnte auch sagen, Gott sei Dank, nicht so dramatisch. Vielleicht auch, weil wir andere Institutionen hatten. Ich muss sagen, auch eine Kanzlerin als Physikerin, die mindestens den Dialog mit der Wissenschaft gesucht hat. Das ist ein anderes Thema. Aber die Situation war bei uns in Deutschland nicht die gleiche wie in Norditalien. Aber ich fand das schon sehr beachtenswert, dass dort eben eine analytische Institution und was die Kollegen erzählt haben, die konnten auf institutionelle Möglichkeiten, Beratungsstellen, die konnten auf eine Infrastruktur zurückgreifen, wo dann das persönliche Engagement der einzelnen Analytiker eingebettet werden konnte. Also ich glaube, es ist ein Zusammenwirken von dem individuellen Mut, das braucht es, glaube ich, schon auch immer aus dem geschützten Raum der analytischen Praxis rauszugeben. Also es braucht Personen, es braucht ein kollektiv gesammeltes Wissen, was ich denke, haben wir heute in der Psychoanalyse gerade zum Thema Trauma und der Reaktion auf Akuttraumatisierung. Aber es braucht auch Institutionen, die dann die Strukturen bieten und die öffentlichen Verbindungen, damit man eben auch größere Projekte machen kann. Also die italienische Gesellschaft hat auch mit der Regierung, also mit den Gesundheitsämtern sehr eng zusammengearbeitet. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch, ob man mehr über das Projekt sagen will. Mich hat es beeindruckt, dass es eben doch auch eine sehr lokale Dimension hatte. Aber die haben die lokalen Bedrohungen und eben aber auch die Strukturen, die dort sind, eben schon sehr in einer mutigen und imposanten Weise aufgegriffen und dort das analytische Wissen dann eingespeist. Es gab vielleicht in Österreich auch ähnliche Projekte, also der Landesverband, alle Psychotherapeuten haben auch eine Helpline und dann bei AKH, die Klinik für Psychoanalyse, hat auch Hilfe angeboten. Pflegepersonal und die Ärzte, den Ärzten, das war sehr wichtig. Das ist, hilft sehr. Mhm. Waren das die gesamten psychotherapeutischen Vereinigungen oder war es die psychoanalytische? Waren alle. Ich denke, beim Spitälen war die Klinik für Psychoanalyse, so viel ich weiß, die Details kenne ich nicht, aber war auch sehr aktiv in den Spitälen mit Kollegen, Ärzten und eben Beratung und psychotherapeutische Beratung anzubieten während dieser Zeit. Darf ich jetzt sagen, also jetzt kommen doch mehrere Fragen ein und deswegen würde ich gerne mal, einfach damit wir sozusagen auch, wenn es auch virtuell ist, in einen Dialog mit den Zuhörern kommen, mal die Fragen weitergeben. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht, wir sind jetzt doch eine ganze Menge. Schaue ich mal, dass ich vielleicht einzelne mal vortrage, vielleicht um zu sehen, welche Fragen auftauchen. Dann kann man vielleicht daraus Antworten dann bilden. Also die erste Frage ist, sind individuelle Abwehrmechanismen, zum Beispiel projektive Identifizierung, hinreichend zur Beschreibung der kollektiven Abwehr? Ja? Oder, was wir ergänzen, reichen sie nicht aus? Dann gibt es eine Frage speziell an Marianne Lotzinger-Bohleber.
nämlich die Frage, ob zum Generationskonflikt im Kontext von Corona nicht auch die Isolation der Alten durch die Jungen gehört. Die Jungen können die Alten nicht nur infizieren, sondern mit Hilfe rationaler Argumente auch ausschließen, ist die Frage. Eine andere Frage, die ich auch sehr wichtig finde, ist, wie können wir diese wichtigen psychologischen Gedanken für eine größere Gruppe in der Gesellschaft verständlich und wirksam machen? Im Fernsehen sah man eine Frau auf der Anti-Corona-Demo in Berlin mit einem Schild, dass sie Covid-19 hatte und bereit sei, mit den Demonstranten zu sprechen, wie das war. Keiner wollte sprechen, wurde niedergeredet, das Sprechen versagt. Ja, die Schlesinger Kipp ist das hier. Ich kann vielleicht etwas sagen über die individuellen Abwehrmechanismen. Also natürlich kann man nicht die institutionelle oder die kollektive allein durch die individuelle, aber mindestens was Institutionen betrifft, dürfen wir nicht vergessen, die Institutionen werden aus Menschen also die gemacht, also die Leute arbeiten dort und es gibt eine Funktionsweise, aber die Menschen, die arbeiten in einer Institution, agieren auch innerhalb diese Funktionsweise einer Institution, auch die eigene Abwehrmechanismen. Und ich würde also eine sehr gute Artikel, das denke ich, ist gerade jetzt sehr wichtig, diese von Isabel Menzies von 1960 über a case study in the functioning of social systems as a defense against anxiety, ist deshalb auch sehr interessant, um genau diese Frage zu beantworten, weil es ist eine Fallstudie von dem Beruf von Krankenschwester und Pflege und genau geht darum, wie ist diese Interaktion zwischen die Regeln, die ein Spital hat, wie es funktionieren soll und dann die individuellen Abwehrmechanismen in Interaktion, oft das Ziel der Pflege nicht durchbringen, weil es gibt in besonderes bestimmte Situationen, kommt es zu einer Abwehr statt zu einer Verarbeitung der Ängste, um das zu zu copen. Ja, gleichzeitig, ich weiß nicht, ob wir den Raum haben, aber die Frage spricht schon etwas sehr Wichtiges an. Ich glaube, Sie haben das ja auch in Ihrem Referat aufgebracht. Also Gruppen und Großgruppen, die funktionieren zum Teil schon anders als die Individuen. Das hat angefangen bei Freud, aber da wurde ja inzwischen vieles geforscht. Und das, ich glaube, da müsste man schon vorsichtig sein, einfach nur die Terminologie der Einzelpsychoanalyse auf die Gruppen zu übertragen. Das ist ein großes Thema. Aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt darauf eingehen können. Vielleicht kann ich noch was zu der Generationsfrage kurz sagen, zu der zweiten Frage. Mich hat das schon sehr beschäftigt, also dass das Generationsthema so an die Oberfläche kam. Also auch ein Eindruck gestern von den Demonstrationen, das tönt, wenn man da nur die Bilder zuerst gesehen hat, war das ja so etwas, zuerst mal wie ein Volksfest, oder? Eine Lust an Aktion, an Protest, an einfach wieder mal draußen sein, an Aktionismus. Und da fehlt ja schon die Einfühlung in zum Beispiel in die Alten und diese Gefährdung. Also da kommt, glaube ich, schon auch ein Triumph. Wir hatten ja vorher Jahre, oder, wo die Jungen immer den Alten vorgeworfen hatten, wir würden ihnen einen zerstörten Planeten hinterlassen und so weiter. Das ging Vorwurf an die Alten. Aber jetzt ist schon viel Einfühlungsverweigerung auch da bei den Jungen in die Gefährdung der Alten. Ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen können, aber es ist auch klinisch sehr, für mich war das sehr eindrücklich. Welche Patienten zum Beispiel kamen mit der Sorge, weil wir zu den Älteren gehören, also um die Sorge um mich, um meine Gesundheit. Und welche empört waren, dass ich überhaupt diese Art der Vorsicht angesprochen habe. Also der Analytiker hat für sie da zu sein. Aber dahinter hat sich oft eine ganz tiefe Einfühlungsstörung in die Vulnerabilität auch der älteren Generation hat sich verborgen. Also das war klinisch sehr interessant, was das für auch eine ganz individuelle Dynamik hatte. Aber ich glaube, das Generationsthema,
das ist auch durch die Pandemie sehr an die Oberfläche gekommen. Darf ich ganz kurz, einfach nur, weil um doch ein bisschen sozusagen zumindest einen virtuellen Kontakt mit den Kollegen außen, draußen in der Welt, sag ich mal, zu haben. Also ich wollte nochmal die Namen, ich vergessen zu sagen, von den Kollegen nennen. Also die Frage der Kollegin Abwehr hat Jürgen Maurer aus Bonn gestellt und die Frage zu den zur Installation der Alten kam von Martin Theising. Und Kathi Schlesinger-Kitt hat ja auch, das habe ich eben schon erwähnt. Ja, Joachim. Ja, ich würde gerne etwas zum Generationenkonflikt sagen. Es ist interessant, wir haben in diesem Komitee IPA in Health ein Forum eingerichtet, ganz am Anfang der Corona-Krise für die Analytikerinnen und Analytiker. Und es war sehr interessant zu sehen, wir sind ja genauso betroffen wie unsere Patienten, das darf ja nicht uns vergessen gehen, was für eine enorme Flut von Zuschriften da gekommen ist. Und das hat eine sehr, also wirklich globale Diskussion, die man gar nicht mehr bewältigen konnte. Wir haben das von diesem Committee aus versucht zu bündeln. Es war gar nicht mehr möglich. Also da habe ich gesehen, wie stark dieses Bedürfnis auch bei uns selber da ist, das in den Griff zu bekommen und zu versprachlichen. Und da gab es in Bezug auf die Generationskonflikte interessante Dispute. Einer ging dahin, dass einige Analytikerinnen, Analytiker gesagt haben, ja, sie fühlen sich von den jungen Patienten auch angegriffen und gewissermaßen getötet, wenn die nicht Schutz haben. Und darauf haben einige andere sehr interessant entgegnet, ja, wie geht es denn den Jugendlichen? Wie geht es denn den jungen Erwachsenen, die im Prozess der Ablösung sind? Jetzt sind sie durch Corona-Maßnahmen zurückgebunden und sie dürfen ihren Protest sozusagen, den sie brauchen, um sich abzulösen, auch gar nicht mehr leben. Stattdessen sitzen sie zu Hause in Quarantäne oder sonst wie und sind völlig abgebremst. Das muss man auch sehen, dass es da auch eine richtige Behinderung der Entwicklung der Jugendlichen gibt. Also dass den Generationenkonflikt muss man, glaube ich, wirklich gut in zwei Richtungen anschauen und beachten. Da habe ich jetzt mal, also weil so viele doch sehr interessante Fragen kommen, weil ich es schade finde, weil wir uns jetzt doch allmählich schon auch dem letzten Teil unseres Seminars nähern. Ich würde gerne einfach die Fragen zumindest nennen, ja, also auch wenn wir sie nicht alle beantworten können, aber ich finde, als die Fragen kommen, ist ja doch jetzt eine Reaktion auf das Seminar. Und Elsa Susemil fragt, nachdem sie das sagt, dass die Beiträge sehr interessant sind, sie fragt, ob auch eine Szene möglich sein könne, ob in Bälde unsere Bücher ins Feuer geworfen werden können. Ja, also unsere, und ob in Bälde, wenn man, sie schreibt also hier, im Angesicht von allem, was vorgetragen wurde, ist der wichtigste Punkt, die Psychoanalyse weiter zu fördern und zu praktizieren, ist aber in ihrer Sicht auch etwas in der gesellschaftlichen Szene möglich, wenn man sieht, wo alles hinweist, irgendwie es zu vermeiden, dass in Bälde unsere Bücher ins Feuer geworfen werden können. Wie könnte man sich das vorstellen? Also es verweist, glaube ich, auf diese Negation, ne? Auf die Gerti Steiner-Kipp ja eben auch schon hingewiesen hat, dass es einfach wieder nicht beachtet oder niedergeschrien wird, vielleicht sogar was kommt. Dazu kommt, dass Elsa Susemil aus Sao Paulo sich meldet. Wunderbar. Also es kommen auch mehrere Fragen aus Lateinamerika, was mich sehr freut. Martin Theising fragt noch einmal, wie unterscheidet Frau Georgi Alarmismus von angebrachter Besorgnis? Ja, eine interessante Frage. Sabine Geistlich fragt, das Spezifische der Situation ist doch die reale und imaginierte Gefahr, gleichzeitig auf beiden Seiten, auf der Patienten, aber auch bei uns. Das, glaube ich, kann man nur bestätigen. Darauf hat ja, glaube ich, auch Joachim Küchenhoff schon hingewiesen. Dann kommen HK Baerbaum, wo werden Psychoanalytikerinnen noch gefragt? Ich erinnere mich an die Zeiten von den Jahren 60, wo zum Beispiel mütterlich gefragt wurde und in die Öffentlichkeit gehört wurde. Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Wie werden wir gehört?
Dann Renate Kohlheimer aus Wien. Wir hören auch den Panelisten gespannt zu. Meine Frage bezieht sich auf den Begriff der kollektiven und institutionellen Abwehr. Wenn dieser Teil unbewusst auf Funktionsweise der Institution einwirkt, wie kann es dann verständlich gemacht werden? Dann die nächste Frage, Calliope Eberhardt. Leider sehe ich, das ist ein Doppelname, vielleicht sehe ich den zweiten Namen nicht mehr. Ich bin niedergelassene Psychoanalytikerin in Deutschland, frage mich seit Monaten, was ich in den Sitzungen übersehe, denn meine Patienten sprechen weiterhin über ihr Persönliches und Corona ist wenig Thema. Das ist interessant. Das hat sich atmosphärisch in den Sitzungen nichts verändert. Ich glaube, die persönliche Beziehung im Setting mit Maske und Abstand wird als Wohltun und neue Sicherheit betrachtet. Sehr interessante Frage. Dann kommt Thomas Fröhlich aus Heidelberg. Vielleicht klingt das ein bisschen banal, meint Thomas Fröhlich, das glaube ich nicht. Aber ein Aspekt unserer Community, der zu schaffen machte, war, dass unsere gewohnten Möglichkeiten, Methoden und Werkzeuge zeitweise nicht mehr möglich war, diese anzuwenden. Wir konnten uns in der Gruppe nicht mehr treffen und miteinander sprechen. Deshalb bin ich so froh, dass es nach vielen Wochen dieses Webinar möglich macht, zuzuhören, unsere Situation zu reflektieren. Vielen Dank, Fröhlich. Dann kommt Jonas Bruckner. Ich habe die Erfahrung gemacht, den persönlichen Abstand während der Pandemie in gewisser Weise zu genießen und bemerke, dass ich auch in Zukunft weiter einen gewissen Abstand halten werde, der mir vorher sehr schwer fiel. Vielleicht könnte Frau Lotzinger-Bohleber, die in diese Richtung bereits etwas angebracht hatte, noch einmal ausführen, welche individuellen Gewinne, in Anführungszeichen, manche Menschen aus dieser Situation ziehen, ob dies wirklich Gewinne sein können oder eventuell doch eine Abwehr oder Ähnliches darstellen. Dann, vielleicht kann ich was sagen über diese Frage von, also zwei Fragen habe ich behalten, wo ich was sagen könnte, also über Alarmismus und Besorgtheit. Also ich beziehe mich natürlich, also man kann vergleichen, ich denke, wir haben auch unterschiedliche vielleicht Eindrücke, weil wir leben in andere Länder. Aber Alarmismus ist meine Meinung, wenn wie der französische Präsident oder der spanische Präsident von wir sind im Krieg reden. Oder wenn der Bundeskanzler Kurz in Österreich am Anfang der Pandemie meint, wir werden 100.000 Toten haben und jeder wird jemanden kennen, der tot ist. Das ist ein bisschen etwas mit dem Diskurs zu tun. Ich denke, in Deutschland war der Diskurs viel besonnener, anders als in Österreich. Und dann haben wir Länder wie Ungarn, die, wenn man die Daten wirklich sieht, auch von der European Center, es gibt keine wirkliche Gefahr, aber die schließen die Grenzen ab 1. September. Oder in Neuseeland gibt es einen Lockdown, weil es 5 Fälle gibt. Das ist Alarmismus. Also das ist keine, also das würde ich das beschreiben. Und über die Frage kurz etwas, das habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man in der Übertragung bleibt und auch die in der Klinik und die auch die Konflikte auch auf in Bezug auf die Konflikte des Patienten und der unbewussten Fantasien auch deutet, dann gibt es wieder ein Vertrauen in die Analyse und ist diese Pandemie nicht so vordergründig bei den Patienten. Soll ich noch kurz auf diese eine Frage direkt? Ja. Also ich glaube, das war auch so eine Einigkeit bei all uns drei Vortragenden, dass wir noch viel, viel, viel auch klinisch zu erforschen haben. Ich war einfach erstaunt, wie unterschiedlich das war. Also ich hatte auch Patienten, die an der Oberfläche überhaupt nicht auf Corona reagiert haben und einfach die Analyse so weitergemacht haben, wie wenn nichts wäre. Mit der Zeit hat mich dann schon beschäftigt, dass das war eine Abwehr. Darum habe ich das auch so etwas plakativ gesagt. Das betrifft uns alle, ob wir das merken oder nicht. Also das ist dann die analytische Aufgabe, ganz individuell zu schauen, wie der Patient reagiert. Und dieses Beispiel, worauf sich, glaube ich, der Fragende bezieht,
dass ich mit einem Analysanten, dass der sagte, ich kann mit Ihnen wie über intimere Sachen sprechen am Telefon als auf der Couch. Es war natürlich eine Mischung aus Abwehr und auch aus neuen Möglichkeiten im analytischen Prozess. Ich denke, das analytische Forschen ist ja für viele von uns so wichtig, weil es diese ganz individuelle Optik hat. Und die Verarbeitung beim Individuum eben dann sehr untersucht werden muss gemeinsam. Und ich glaube, da haben wir ein ganz breites Spektrum. Und ich denke, da sammeln wir alle erst Beobachtungen, die uns noch lange beschäftigen werden, bis wir sie in Begriff bringen oder bis wir irgendwann vielleicht sogar Gruppen von Patienten unterscheiden können, die auf so eine Situation in einer charakteristischen Weise reagieren. Ich glaube, das wird noch dauern. Aber ich denke, dieses individuelle Forschungsinstrument, was wir haben, ist eben im Moment etwas ganz besonders Wertvolles, weil es einen individuellen Raum noch festhält, wo noch Reflektieren überhaupt möglich ist. Also da würde ich dir, Joachim, sehr zustimmen, dass gerade jetzt, wie auch immer, experimentierfreudig wir sein müssen mit den Mitteln, aber dass dieses analytische Nachdenken etwas sehr Wertvolles ist, weil wir alle, es droht, dass wir eben mit Panik und Todesangst überflutet werden müssen, was ja bekanntlich einfach das Denken und Sprechen zuerst mal zerstört. Und da brauchen wir ja auch selber den Raum, immer wieder nachzudenken. Also die Frage war ja auch von dem Kollegen, habe ich was übersehen? Das ist ja eine interessante Frage. Und ich glaube, also ich meine, dass im Laufe der Zeit die Konflikte mit Corona deutlicher werden in den Therapien, habe ich schon gesagt. Aber es gibt, glaube ich, auch so etwas wie einen sekundären Corona-Gewinn. Also ich habe einen Patienten auch konfrontiert mit meiner Beobachtung, dass er so merkwürdig entspannt reagiert hat. Und nach einer Weile haben wir das miteinander herausgefunden, dass er gesagt hat, ja, früher, da habe ich gedacht, meine Freunde gehen aus, meine Freunde gehen tanzen, die treffen Frauen und ich sitze alleine. Jetzt sitzen alle alleine zu Hause. Das ist für mich wunderbar. Also das war dann auch ein interessanter Effekt dieses sekundären Corona-Gewinns. Ja. Ja, darf ich noch, also leider ist es jetzt tatsächlich so, wir könnten jetzt noch, unbegrenzt sicherlich nicht, aber wir könnten noch einiges halt weitermachen, die Zeit haben wir nicht mehr. Sind es doch mehr Fragen, als wir wirklich beantworten können. Ich möchte nur sagen, weil ich das auch natürlich sehr bemerkenswert finde, dass auch Marcos Herrera aus Peru sich meldet und fragt, was sind die wichtigsten Gründe dafür, dass eine gemeinsame Antwort auf die Corona-Krise international bisher nicht möglich gewesen ist. Ich glaube, dazu können wir jetzt nicht mehr antworten, aber es greift das auch, was Liana Giorgi so vorgetragen hat. Vielen Dank für diese Frage. Was ich auch aufgreifen möchte, wie gesagt, leider kann ich nicht alle nehmen, aber es gibt auch Jan Stolpe als Kandidat, würde ich auch gerne auch sehr erwähnen, wo die Frage ist, würde gerne nochmal mehr etwas speziell zu der Lacan'schen Verständnisweise verstehen wollen. Darauf kann ich verweisen, dass die Texte runterzuladen sind. Also auch das ist jetzt tatsächlich nicht möglich, hier zu beantworten, aber bitte schauen Sie in die Texte. Auch eine wichtige Frage, wie wir in Behandlung mit Verschwörungstheorien umgehen, von Maja von Strempel. Das ist schwierig. Auch analog von Elvira Seelo gibt es Ideen, wie wir als Fachgesellschaften mit destruktiv-psychotischen Regressionen umgehen können. Zum Beispiel auch Verweis auf Berlin gestern. Angelika Steele weist auch nochmal darauf hin, dass wir die Sprachlosigkeit aushalten müssen. Und dass wir natürlich auch eine symmetrische Beziehung in der Betroffenheit durch die Pandemie haben, aber dass wir trotzdem in der Behandlung unsere Verantwortung behalten müssen, insofern auch eine gewisse Asymmetrie behalten müssen. Das finde ich auch einen sehr wichtigen Gesicht. Neutralität, ja. Herr Rühling, Konrad Rühling weist darauf hin, dass über die Corona-Krise viele andere wichtige Themen fast zu verschwinden scheinen. Die Klimakatastrophe, Kriege, Fluchtursachen, auch das ist wichtig, dass man das nicht vergisst. Ja, ich glaube, dass wir leider kaum noch viel schaffen.
Herr Porsche, Udo Porsche aus Mainz fragt eben, wie es einer so fundamentalen Krise gelingen kann, noch den Diskurs zu behalten. Ich muss jetzt leider, glaube ich, aufhören, außer dass es noch mehrere Hinweise gibt, dass wir das irgendwie fortsetzen sollten. Almut Selschopf und Solde de Vries und andere, Nicole Clemens, vielleicht gibt es weitere Vorschläge dieser Art. Also es gibt offenbar ein Bedürfnis, und die fortzusetzen. Und ich bedauere auch, dass wir es leider hier an dieser Stelle schließen müssen. Ich danke den Referentinnen und Referenten sehr herzlich für die Vorträge und auch die Diskussion. Und ich möchte jetzt zum Schluss nochmal darauf hinweisen, dass es weitere Covid-19-Vorträge auf der IPA-Webseite gibt. Ich glaube, Sie können das gerade jetzt auch sehen. Und ich möchte noch auf das nächste Webinar hinweisen. Das heißt Que es la API hoy. Das ist also auf Spanisch. Am Freitag, dem 11. September 2020. Und die Panelisten werden Virginia Ungar und Sergio Nick sein. Und Moderator ist Ines Vidal. Sie können das, glaube ich, auch hier auf dem Slide sehen. Ich danke allen nochmal sehr herzlich, sowohl für die Vorträge wie für die wichtigen Fragen. Und ich hoffe, dass wir uns in absehbarer Zeit in dieser Weise auch wieder treffen können. Allen noch einen schönen Sonntag. Ja? Danke. Wiedersehen. Danke. Ciao.